Nach Taurien, das heißt auf die Krim, kamen die ersten Deutschen auf Einladung von Alexander dem I. Zuvor hatte sie auch Katharina die Große nach Russland eingeladen. Deutsche wohnen also seit mehr als 200 Jahren auf der Krim. Von ihrem positiven Einfluss auf das Leben der Halbinsel zeugen historische und architektonische Denkmäler. Ich glaube, dass die deutschen Einsiedler einen großen Beitrag zur Wirtschaft und Kultur der Halbinsel Krim geleistet haben. Das tun wir auch heute. Zum Zeitpunkt der Zwangsumsiedlung 1941 lebten auf der Krim, genauer gesagt, es wurden mehr als 52.000 Deutsche deportiert. 1944 wurden dann weitere 4.000 umgesiedelt. Im Großen und Ganzen wurden über 62.000 Deutsche samt ihren Familienangehörigen ausgesiedelt. Nur wenige kehrten zurück. Laut der letzten Volkszählung leben auf der Krim 1.900 Deutsche. Als die Krim wieder in die Russische Föderation aufgenommen wurde, verabschiedete der Präsident Russlands einen Erlass über die Rehabilitierung gesetzwidrig deportierter Völker. Die Liste umfasst Armenier, Bulgaren, Griechen, Krimtataren, Deutsche und seit kurzem auch Italiener. Seitdem gehen bei unserer gesellschaftlichen Organisation ziemlich viele Gesuche von Russlanddeutschen ein, die in den GUS-Staaten in Russland und in Deutschland leben, ihnen bei der Rückkehr und der Niederlassung auf der Krim zu helfen. Bisher haben wir mehr als 1.500 Anfragen bekommen. Die kommen von ganzen Familien. Bei etwa 400 Familien geht es um Russlanddeutsche, die zurzeit in Deutschland leben und deutsche Bürger sind. Fast jeden Monat empfangen wir mindestens eine Familie aus Deutschland. Die Menschen kommen, lassen sich nieder und kaufen sich eine Wohnung. Gewiss gibt es ziemlich viele Probleme. Es geht dabei um Einreiseverfahren, Aufenthaltserlaubnis und Einbürgerung. Ich habe oft gefragt, warum kommt ihr aus dem satten und bequemen Deutschland hierher? Habt ihr euch in die dortige Gesellschaft nicht integrieren können? Wissen Sie, die meisten haben einen Job und sind ausgebildet. Wenn man Klartext spricht, so sind sie beunruhigt, dass heute in Deutschland die Familienwerte, die christlichen Werte zerstört werden. Sie machen sich Sorgen um ihre Kinder. Hinzu kommt noch die Flüchtlingskrise, die wir heute in den Medien beobachten. Der wichtigste Beweggrund bei der Umsiedlung hat mit diesen Problemen zu tun. Wir haben Verwandte und Angehörige in Deutschland. Viele Verwandte wohnen in Russland. Man ruft uns aus Deutschland an und fragt, was bei uns los ist, warum dieses und jenes passiert. Das heißt, sie leben in einer völligen Informationsblockade. Unsere Verwandten und wir haben uns im August in Omsk in Sibirien getroffen. Wir sind alle zusammengekommen und ich habe dort viel erklärt und erzählt. Wir haben Berichte mitgebracht. Sie haben dann das alles mit nach Deutschland genommen. Man braucht eine ganz andere Herangehensweise, um diese Sperre zu durchbrechen und die Wahrheit zu zeigen. Wir haben viele Verwandte in verschiedenen Städten. Wir bleiben in Kontakt. Wir gratulieren einander zu Feiertagen. Wir treffen uns. Viele Deutsche werden bei uns selbstständig. Wir kennen die Familie Kraft. Sie sind Deutsche und haben ein eigenes Hotel in Jalta eröffnet. Wir kennen auch andere Deutsche in Aluschta. Viele sind zurückgekehrt. Wir kennen welche im Bezirk Saki, in Jevpatoria, in Fjodorsia. Sie machen Geschäfte, eröffnen Firmen und werden selbstständig. Wie dem auch sei, Deutschland bleibt unsere historische Heimat. Die Deutschen leben überall. Hoffentlich werden wir auf der Krim immer mehr. Das Land ist gesegnet. Die Leute sind gut. Die Krim ist multinational. Hier gibt es überhaupt keine Versuche und wenn es auch solche gäbe, wäre das unmöglich. Auf der Krim bin ich schon seit mehr als 8 Jahren. Meine Frau ist nämlich von hier. Ich habe mich auf der Krim niedergelassen. Hier fühle ich mich wohl. Es ist so gekommen, dass ich allen historischen Ereignissen hier in letzter Zeit beigewohnt habe. Ich habe den freiwilligen Beitritt der Krim zur Russischen Föderation miterlebt.
Meine deutschen Freunde fragen mich oft, ob die Zustimmung der Bürger, der Russischen Föderation beizutreten, beiderseitig war. Ganz gewiss ja.